falsch, es ist Frontantrieb, kein S3. Dein Auto? 610. 610. Bei 730, 40 Newtonmeter. Ja, einen kleinen Turbolader GTX 3071R. Kleinen Turbo. Klein, ja, der Antriebswellen, anderes Getriebe, ne? Schon krass, ja. Ja, ist eigentlich ein AGU-Motor, jetzt halt AEB-Kopf drauf, ne? Geil, oder? Bruder, du hast mich gerade süchtig gemacht. Und merkt euch dieses Auto hier. 610 PS ist auf Front. Ist gut geblieben. Bei Kraft-Tipps, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute begleiten wir einmal Adam mit seiner Isgurke-Auto. Guckt euch dann A3 an. Isgurke, Blian. So, Adam, seit wann bist du hier, Bruder? Seit gestern, seit Freitag, ne? Freitag, wann waren wir hier? Seit Freitag bist du hier. Ja, Freitagabend. 23 Uhr aufgebaut. Wie läuft das hier? Erzähl mal so ein bisschen. Für Leute, die das nicht kennen, als Viertelmeile. Ja, wie läuft das? Meldet sich an? Ja. Wenn du im Gasgang bist, ne? Ja. Und wie ist die Anmeldung? Macht man das jetzt online, einen Tag vorher? Online, oder? Ja, eigentlich holst du den Platz früher, ne? Ja. Wie, wann die Tickets? Die Tickets wurden, glaube ich, 3 Monate vorm Start freigegeben, ne? 3 Monate vorm Start ungefähr. Okay. Ja, meldest dich an und dann hast du den Platz schon mal sicher, ne? Du kannst auch hier immer Tagestickets noch bekommen. 100 Stück, 100? Aber nur darauf an, wie viele Vorverkäufe sind. Es starten pro Tag maximal 200 Fahrzeuge. Okay. Das heißt, also maximal 200, mehr geht nicht. Das heißt, es kann auch ausverkauft sein. Genau. Ach so. Deswegen gibt es den Vorverkauf, damit du halt, wenn du starten willst und von weiter weg kommst, immer safe bist, dass du ein Ticket hast. Also ist jetzt ausverkauft hier? Gestern war es nicht, heute weiß ich es nicht. Okay. Gestern waren noch Restkarten vorhanden, heute kann Das ist ja nur für einen Tag. Also ihr könnt nicht für alle Tage. Ja, doch, wenn du früh buchst, buchst du für 2 Tage. Ja. Und was kostet sowas? 35 Euro am Tag. Und ich sehe ja, bei jetzt zum Beispiel, ihr habt einen kompletten Platz hier. Was kostet sowas? Ach, Camping bist du glaube ich nur beim 20, ne? Gar nicht. Effektiv nur der Eintritt. Und der erste 10 Euro pro Tag. Plus Freitagsanreise, 10er, 30 Euro pro Tag. Das ist das Auto, sehr gerne auch mal Beamte vorbeischicken. Und ihr wohnt hier quasi, übernachtet hier? Ja. Gibt es hier dann irgendwie was zu feiern oder so? Oder treffen sie sich alle hier? Ja, das ist ja alles eine große Familie hier, ne? Ja. Alle kennt euch alle wohl hier. Ja. Ja, Jan jetzt halt mehr, weil er schon länger dabei ist. Ist schon eine große Familie geworden. Ach so. Ja. Jetzt kommen wir mal zu deinem Auto hier. Wie viel PS hat dein Auto? 610. 610. Bei 730, 40 Newtonmeter. Genau. Gebaut von Benny. Und Benny's Motors, genau. Hat Donkey Tech gemacht. Und Dings Donkey Tech hat das abgestimmt. Genau. Ja, zuletzt waren wir auf der Rolle noch beim Jacobi. Ja. In Dortmund. Ja. Ne? Haben wir nochmal letzte 60 PS rausgeholt nochmal, ne? Genau. Du hast ja 549 hatte ich, genau. Da hatten wir umgerüstet halt auf E85. Ja, jetzt sind wir mal 610 PS. Krass. Auf Front. Ja. Und du bist ja auch bekannt hier. Also, ihr müsst euch vorstellen, Adam ist hier bekannt. Also, ihr müsst euch vorstellen, es ist Frontantrieb, kein S3. Und Adam ist hier bekannt, dass er von Anfang bis zum Ende durchdrehende Reifen die Strecke beendet und trotzdem eine 12,5 Zeit fährt, ne? Er fährt mit beständigen mittleren 12er Zeiten ins Ziel. Sportsman, die G-Racer um die Pedale geht. So. Liebe Zuschauer, schaut euch jetzt mal den grünen A3 an. Der hat 610 PS auf der Vorderachse, das ist kein Allrad. Und jetzt achtet mal bitte. Bis zur Ziellinie mit durchdrehenden Rädern. Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist krass. Heute habe ich die, oder beziehungsweise bei dem Event habe ich das noch nicht geschafft. Die schnellste Zeit war 12,87. Aber wie gesagt, mit der Kurve da hinten, das ist nicht so ungefährlich. Und da lieber ein bisschen vom Gas gehen. Ja genau, wie wir gerade hier angekommen sind, hast du nicht so super Laune gehabt.
Ja, und das liegt unter anderem daran, genau, dass du halt hier nicht voll... Genau, genau. Ganz klar könnte man, aber weißt du, mir ist das Auto wichtiger, natürlich, mein Leben ist mir wichtiger. Natürlich. Genau, erklär ja nochmal ganz kurz, was das Problem da ist. Ja, durch die Kurve halt, wenn du mal bremsen kommst, dann guck mal auf meine Ballonreifen, ne? Ich kann immer mal ja, Stabilität ja nicht gegeben. Oder Schaden oder dann haben wir eine Folge. Das können wir mal gleich filmen. Da ist, ach so, okay, da ist die Stabilität ja nicht so hergegeben, ne? Ja, die Reifen sind nur für geradeaus von ja, ja. Letztendlich bräuchtest du, glaube ich, so die doppelte Strecke, ne? Also quasi die Viertelmeile plus nochmal 400 Meter zum Bremsen, zum Ausrollen. So, dann brauchst du auch nicht so krass zu bremsen. Das heißt, ne? Nach der Ziellinie hast du nicht mehr viel Auslaufzeit, also Platz? Nicht gerade, also Auslaufzeit ist genug da, aber da, wie gesagt, die Kurve ist halt noch im Weg. Ja. Ja, aber du fährst dann halt wirklich... Naja, das ist nicht schön. Das macht keinen Spaß da mit der Kurve. Ja, ihr, ne? Ihr müsst euch vorstellen, er hat ja diese Ballonreifen und der kann keine große Bremsanlage fahren, weil er ja einen Frontantrieb hat und der braucht dann halt diese Voll-Slicks, damit er halt überhaupt Grip hat und deswegen kann er nicht solche großen Bremsanlage fahren und deswegen da bei der Kurve Probleme hat zu bremsen. Und da muss er immer kurz vorm Ziel immer Gas weglassen, so dass er dann frühzeitig bremsen kann. Ja, wenn du dann einmal halt fest in den Anker reingehst, dann hast du ja auch... Eigentlich ist die Bremse ausreichend. Also wenn du möchtest, blockieren die Reifen, selbst da hinten kommt zum Stehen, aber die Bremsanlage ist ausreichend. Das Problem ist einfach, der Ballonreifen ist für geradeausfahren gedacht und diesbezüglich, so wie du einlenkst, schmiert das Auto über die Vorderachse weg. Und deswegen kannst du einfach den Bremsdruck, die Bremslast nicht aufrechterhalten. Beim normalen Standardreifen bleibst du auf der Bremse, er fährt da durch, ist kein Problem. Ich hatte bei dem leider nicht. Gestern den ersten Lauf hatte ich ja mit originalen Reifen gemacht. Alle haben mir vorgewarnt vor der Kurve. Ne? Ja. Dachte mir, okay, gut. Originalen Reifen testest du mal, durchgeballert, ne? Gebremst, alles safe. Ne? Da kam ich hier hin, auch zu den Jungs. Ich sag, ist doch gar nicht so schlimm, ne? Weißt du das noch? Da hab ich gesagt, wow, ist doch voll easy mit der Kurve. Okay. Ich so, komm, nehmen wir mal meine Dragsticks-Reifen, ne? Hier 0,5, ja, 0,6, 0,5, 0,6 Bar Luftdruck hatten wir auf den Reifen. Ja. Fahr, Gas, Gas, Gas. Ja, Ziellinie kommt. Ja, ich am Bremsen einmal stark ging und dann musste ich leicht einlenken. Dann bin ich so weggewandert. Also ich habe nach rechts gelenkt und bin quasi fast in der Wand da schon gelandet. Krass. Ne, also ja, da haben wir Luftdruck auf das Doppelte erhöht. Das spricht auf 1,2, 1,3 haben wir heute. Ist schon angenehmer zu fahren, aber heute ist das... Weiß ich nicht, das ist... Als groben Vergleich für jemanden, der sich nicht da vor und runter vorstellen kann, der Reifen verhält sich wie ein Reifen, der platt ist. Ja. Er schiebt im Endeffekt einfach die Felge über den Reifen. So verhält sich dieser Reifen. Er soll es machen, er ist weich, er soll für geradeaus fahren, den Grip aufbauen, aber er ist so weich, dass er halt die Felge über den Reifen wegschiebt. Ja. Das kann man vielleicht ganz gut machen. Du kannst ja mal gucken, bei 1,2 Bar, wie das am Wackeln ist. Das Fahrzeug wieder am Springen ist. Wenn du jetzt einfach mal auf den Reifen guckst, du mal wieder hier. Und bedenke, du bist da hinten mit 180, 190 teilweise, weißt du? Wow. Da, ein Schwamm. Und eigentlich fahre ich ja immer bei 0,5, 0,6 Bar Reifendruck, so die anderen Meilen. Das ist schon krass, ja. Brilon, wo wir Bad Sobernheim waren, da hat es 0,4 auf den Reifen drauf. Boah. Kannst du ja schon mit deiner Hand Reifenbild siehst du auch. Vom Reifenbild siehst du auch schon, dass sie schon diese flusige Haut haben. Also das heißt, die sind schon gut eingefahren. Ja. Plus, wie gesagt, du siehst das ja, wie das. Guck mal. Krass. Ja, ja, und, klar. Und dann überleg mal, du hast da oben, sag mal, Spitze 180 drauf. Weil wenn du da zum Bremsen kommst und die Kurve kommt, da geht dir einer flöten. Also da wird dir richtig warm um Herz. Ne? Ja, das glaube ich dir, Bruder. Glaube ich, das ist schon krass. Okay, mal die Haube aufmachen, wenn du mal reingucken möchtest. Ja. So, Adam, erzähl mal jetzt ganz grob, was habt ihr hier alles gemacht? Ja, halt innerein. Pleuel, was zum Beispiel? Pleuel, Kolben, Übermaß halt aufgebaut auf 2 Liter knapp. Ne? Ja. Einen kleinen Turbolader GTX 3071R. Kleinen Turbolader. Der spult das schon an. Das funktioniert schon. Ja. Aber du hast auch den. Du hast so einen kleinen Krümmer, ne? Naja, das ist krass. Da war ich noch ein bisschen geizig. Aber egal, 610 PS. Ja, die sind da, der bringt die Leistung auch. Ja. Wie gesagt, hier haben wir noch einen Spalllüfter eingesetzt.
Ich fuhr vorher mit dem Originallüfter, da hatte ich immer so Wassertemperatur 110 und Öl hatte ich dann immer so bei auch bei 103. So, jetzt haben wir den eingesetzt. Klar, beim Rennen, wenn ich Rennen fahre, mache ich den immer aus, weil ja, das zieht mir halt so viel Energie weg. Aber ich fahre jetzt bei maximal 93 Grad Öltemperatur und Wasser geht immer, ja, je nachdem wie ich will. Entweder geht komplett Wasser runter, wenn ich den anmache, der ist schon, also das kannst du halt nur empfehlen. Ja. Vor allem, wenn du jetzt wie gestern fast 30 Grad hattest. Ne? Das heißt, alles safe. Ja, was haben wir noch gemacht? Hier Sechsganggetriebe. Frag mich jetzt nicht nach dem Kennbuchstabe, da bin ich gerade überfragt. Okay. Also Sechsganggetriebe ist das ist, nein, er ist vom, vom Leon, von dem Sechsgang Cupra S3. Okay. Also Dings, normalerweise Allradgetriebe. Ja, genau. Okay. Hier haben wir eine Dingsdünne noch, Differentialsperre, ja. Vierte Gangabschützung haben wir mit Daniel, mit Kakuschke gemacht gehabt. Ja, und so fährt das, ne? Klar, halt andere Antriebswellen, anderes Getriebe, ne? Schon krass, ja. Ja, Catch-Tank und so hast du auch, ne? Nein, hab ich nicht. Du hast keinen Catch-Tank? Nein, hier. Der sabbert nichts. Ich hab jetzt... Ach so, nicht Catch-Tank. Ich meinte hier, Benzin-Catch-Tank. Ach so, ja, hab ich hinten, aber da kommen wir jetzt leider nicht dran, weil da liegt alles drauf. Ja, alles klar. Ne, da ist eine Zusatzpumpe von AEM, die fordert dazu ein bisschen mehr. Weil das wäre so ein bisschen, ja, zu wenig Spritförderung bei E85. Krass. Aber Kopf ist Serie, ne? Kopf ist Serie, komplett alles Serie. Ja, genau. Kopf ist Serie, das wäre dann halt auch die Option, dass man da halt noch hinterher noch was machen kann. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 610 PS, haltbar. Ne? Der Wagen hat jetzt 5 Starts, also 5 Events mitgemacht hintereinander, ohne irgendwas zu machen. Heute habe ich zum ersten Mal, glaube ich, 100 Milliliter Öl nachgekippt. Oh. Nach 5 Events. Und krass. In der Regel startest du so 6 bis 12 Mal pro Event. Ne? Also, oder du hast immer einen Ölkühler oder so drin? Nein, gar nichts. Brauch ich jetzt nicht mehr, weil das Öl ist eigentlich so safe durch den Spa-Lüfter. Das ist Gold wert, der Lüfter. Ne? Ja. Durch den Lüfter. Hier haben wir auch nochmal geguckt, hätte ich das nochmal ausgebohrt gehabt, dass ich den halt quasi, ja, ich sag mal so Plug and Play, eine originale Haltung, bevor ich da neue Schrauben durchstecken musste und so. So, jetzt haben wir noch ein Mini. Ja, ansonsten, ja, Bullix-Anlage habe ich drunter. Cut habe ich jetzt so eine Plug-and-Play-Lösung gemacht. Damit ich nicht, hol sie mal raus dann. Genau, ist mir zu schade, weißt du. Lässt du den eigentlich auch Serie? Das heißt, lässt du den noch ab und zu mal draußen? Auf angemeldet. Der ist angemeldet, ja, auf Straße fahre ich hin und wieder mal schon, aber eher weniger. Das macht keinen Spaß so, weißt du, das ist so, wenn du einmal ein bisschen Gas gibst, kommt eine Kurve, fährst du geradeaus. So für den Laien, wie viel Verbrauch ist das so? An Sprit? Ja. Ganz ehrlich, kann ich dir gar nicht sagen, genau. Ich hab mal zwei Starts in meiner Zahn gemacht, Rolling 60, ne? Da hatte ich 5 Liter weggeballert, ne? Ja. Quasi mit Anstellen, Warten, Fahren und war 5 Liter. 5 Liter auf 100 Meter, super. Adam. Achso, das ist aber ein AGU. Das ist ein AGU, wollte ich gerade sagen. Bloß den Kopf. Ich hatte ja letztes Mal einen Schaden, da können wir auch ein Bild Schaden zukommen lassen. Ja, schick dir mal ein Bild, so kannst du das mal einblenden. Ja. Da hatte ich, war der Kopf weggeschmolzen, ein bisschen Kühler aufgeplatzt. Ja, und den habe ich jetzt von Benny hier in den Kopf bekommen gehabt, weil er den gerade da liegen hatte. Ist ein AGU-Motor. Ist eigentlich ein AGU-Motor, jetzt halt AEB-Kopf drauf, ne? Ja. Motor, den hatten wir dann in Hagen abgegeben, weil Schmidt. Ich will jetzt keinen Schnitt drehen. Also Dings, den Motor, also den Block zum Bohren, zum Fäsen, zum Wuchten, zum Einrichten halt. Ja. Ich kam zum Abstimmen das weiß und danach fuhr ich mit ADAC zurück. Da hatten wir Lagerschaden halt. Ne? Und dann hat Jan gesagt, wir fahren hier. War das das erste Abstimmen, ne? Das war das erste Abstimmen, erste genau. Dann hat Jan gesagt, wir fahren zu seinem Kollegen da, zu dem Joel, Lisier, ne? Ja, dann hat er das alles gemacht und bis heute alles toll. Das ist krass. Was an diesem Motor extrem geil ist, wir haben heute mal 100 Milliliter Öl nachgefüllt. Ja, seitdem hat er in den ganzen Läufen, ob das jetzt krass. Brilon, meiner Zagen, Bad Sobernheim und heute kein Öl verbraucht. Ja. Und klar, der kriegt ja immer auf die Fresse. Und du hast dann letztendlich hast du jetzt grob gesagt viel zu Läufe gehabt, wo du kein Öl verbraucht hast. 100 Milliliter, da verbraucht ein Standardauto fast mehr. Ja. Ne? Also das ist schon, wenn du Standardauto in den Literbereichen bewegst, dann verbraucht er definitiv mehr. Ja, wie gesagt, nach dem letzten Schaden habe ich hier mit Jan zusammen einmal gesagt, komm, wir ziehen ihn mal aus. Den ganzen Motor hatte ich alleine erstmal rausgeholt. Ne? Wie lange hat es gebraucht? 45 Minuten war alles raus. War alles raus? Das Geilste ist, das ist das Geilste jetzt. Adam ist überhaupt kein Mechaniker. Was bist du auf Beruf?
Ich bin selbstständig, Renovierungsservice haben wir. Der ist ja eben aber Zeit geworden, Weil ich kenne den Benni halt x Jahre. Ja, Jan ist auch ein guter Erfolg geworden jetzt. Ja, ich glaube, ich schade nicht. Kenne ich jetzt wie lange? 1,5 Jahre? Schauen wir ja. Zwei, ja. Aber wie gesagt, letztes Mal hatten wir dann halt nach dem Schaden. Nach dem letzten Schaden hatten wir den mal eben komplett nackig. 45 Minuten war der komplett gesteckt. Ja. Aber das brauchst du aber, kannst du aber alles selber machen. Mittlerweile, also quasi, ja, kannst du ja, ich setze jetzt die Kolben nicht an. Da habe ich ein bisschen Angst mit den Kolbenringen von den Zeiten, da sage ich mal. Aber also im Prinzip. Ja, das ist mein, wenn das jetzt zwei, drei Mal. Ja, ich hole mir immer das, den Rad. Das ist alles irgendwann. Ich überlege, Adam hat zu Anfang, um seinen Lader mal eben auszubauen, knappe 4 Stunden gebraucht. Mittlerweile baut Adam seinen Lader 20 Minuten aus. Und er genau weiß, die und die Schrauben, das und das, sein Auto. Das Einzige, was mein Manko noch immer ist, wo ich die Kfz-Mechaniker brauche, ich sage, bock mir mal bitte mein Auto an. Da habe ich immer Angst. Ja, du magst, dass das Ding von der Bühne fällt. Da ist das aber normal. Dabei ist das, glaube ich, das Einfachste von dem, was er da bauen kann. Aber da immer den Jan, kannst du mal eben schnell nur einmal nur anbocken. Motor nimm ich selber auseinander. Alleine. Ne? Aber bock bitte an. Ne? Ja klar, du hast manchmal so doofe Fragen. Manchmal ist auch, je nachdem, was für ein Tag, was für eine Uhrzeit. Oder? Ne? Komm ins Bild. Je nachdem, was für ein Tag, was für eine Uhrzeit, dann fällt auch komische Fragen. Ne? Kannst du, ja. Ja. Komm, alles gut, komm. Kannst du dir auch mal ganz kurz vorstellen? Bist du mit deinem Auto gekommen? Nee. Bist du nicht? Nee, bin ich nicht. Ach, dein Lader, das ist immer so schön. Echt? Ja. Und du machst ja auch jetzt bald einen Umbau, habe ich gehört. Ja, genau. GTX 30. Ja, das ist der hier, also wer mich bei Instagram folgt, das ist der mit dem hammergeilen Black Edition S3. Schade, den hätten wir noch ganz kurz gezeigt. Und sonst, wie geht's dir? Alles gut? Uns geht's mir super. Hey, du brauchst nicht, du kannst richtig mit reinkommen. So Adam, wo waren wir stehen geblieben? Ja, summa summarum, hält. Toll bis jetzt alles. Aber die Frage ist, du hast jetzt 610 PS hier. Ja. Willst du noch höher? Nein. Willst du noch höher oder sagst nein, du, das reicht mir? Also aber das hast du bei 550 PS auch gesagt. Ja, aber dann sind wir auf E85 übergegangen, ist auch Sünder ein bisschen. Ist Öko-Sprit. Ja, genau. Und jetzt habe ich gesagt 610 PS. Wir bleiben erstmal, es sei denn, ich kriege jetzt 610 PS zu 95% auf die Straße, dann gehe ich höher. Okay. Aber es reicht erstmal. Jetzt ist erstmal der Kampf, quasi das auf der Straße zu bekommen. Ja, 610. Du wirst ja merken, wenn du mitfährst, wie das am Radieren ist. Ja. Also das radiert schon ordentlich. Da kannst du Radio umnehmen. Wir sind ja mit dem 550 PS mal an den Tag gefahren. Ja. Und das war krass. Und da hat der nur mal ein bisschen beschleunigt. Bisschen. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen mehr Reifendruck drauf, damit es einfach ein bisschen sicherer ist obenrum, wenn du mitfahren willst. Richtig gut. Weil wenn ich alleine fahre, klar, scheiße, wenn was passiert, aber wenn du einen mitnimmst, weißt du, dann bist du immer für den zweiten verantwortlich, weißt du. Da wo ich mit meinem Sohnemann gefahren bin, mit Sohnemann. Dann da habe ich aber schon bei 300 Meter angefangen zu bremsen, weil da ist nicht zu Spaß mit, weißt du. Ich muss das alles wissen, wenn ein Auto so schnell ist. Warum ist das so schnell? Ja, da sind wir mal gespannt gleich, ne? Generell die beste Zeit war 12,5 mit Reaktion. Also, ne, mit Reaktion. Also nichts passiert. Geradeaus. Ja, da kann alles passieren. Ja. Dann die Hände. Ganz leicht. Ganz leicht. Machen wir schnell ein bisschen.